um einfach mal aufzuzeigen, wie es in der Pflege heutzutage zugeht. Wir haben hier zwei Pflegekräfte und zwei Bewohner. Die Bewohner sind demenziell erkrankt, können nicht mehr sich versorgen, brauchen die Hilfe. Es ist früh morgens, 6.30 Uhr, die Frühschicht beginnt und es klingelt das Telefon und es meldet sich jemand krank. Wir haben zwei Möglichkeiten, die Pflegekräfte überlegen. Sprechen Sie sich ab und Sie versuchen, 8 Bewohner zusätzlich mehr zu versorgen mit weniger Personal, oder rufen Sie an und holen jemand aus dem Frei. Sie entscheiden sich, wir fangen an zu schaffen, wir haben keine Zeit zum Telefonieren, los geht's. Sie sind in der Grundpflege, die Bewohner müssen zackig gewaschen werden, ordentlich. Wir haben alle in der Schule gelernt, Ressourcen fördern, keine Zeit. Keine Zeit, naja, hier wird es wenigstens versucht. Dann kann man in der anderen Zeit schon mal die Haare kämmen. Man muss ja gucken, Zeit sparen, schneller. Es warten noch 8 Bewohner, die versorgt werden wollen. Und es geht weiter, es geht weiter, sie starten weiter, sie gehen ins nächste Zimmer. Es kommt eine Pflegekraft und sagt, du hauch mal, Kollegin, komm mal bitte in Zimmer 02. Der Bewohner, der sieht überhaupt nicht gut aus. Guck mal, ich weiß nicht, was ich machen soll. Geh mal gucken, bitte. Also Sie müssen das Zimmer mit Ihrem Bewohner verlassen, müssen schauen. Die Frage ist, braucht man einen Hausarzt? Was machen wir denn? Sieht echt schlecht aus. Also ans Telefon und den Hausarzt anrufen. Blöderweise ist der Hausarzt aber noch gar nicht erreichbar. Der hat die Praxis noch nicht offen. Also was jetzt? Brauchen wir den Notarzt oder warten wir zu? Sie entscheiden sich, Sie holen den Notarzt. Also Telefon wieder. Den Notarzt anrufen, dann muss man in das Büro nebenher, muss man die Dokumentation ausdrucken, man braucht den Überleitbogen, eine Person muss hier bleiben und nach dem Bewohner gucken. Sie sehen, der andere Bewohner ist völlig allein, er muss warten. Und immer im Hinterkopf, es warten noch 8 Bewohner auf mich, die eigentlich versorgt werden müssen, die wollen gewaschen werden, die müssen vielleicht zur Toilette, sie brauchen ihr Essen, immer im Stress und man wird den Bewohnern nicht gerecht. Jetzt ist der Notarzt gekommen, sie haben den Bewohner abgeholt, jetzt geht's weiter. Der Bewohner ist Diabetiker, braucht eine Zwischenmahlzeit, also vorher eigentlich noch sein Insulin. Also, schön Insulin spritzen. Tu mal so, als ob. Der Bewohner findet es überhaupt nicht nett. Er schlägt nach der Pflegekraft, weil das findet er jetzt ziemlich doof, dass er da gestupft wird. Jetzt muss die Pflegekraft erstmal schauen, wie sie wieder zur Rande kommt und wie es weitergeht. Pflegekraft Nummer 2 möchte eigentlich gerade dem Bewohner Essen geben, aber nein, Notfall, Notfall. Sie muss einen Verbandswechsel durchführen, weil die Pflegehilfskraft darf keine Verbände machen. Das muss die Fachkraft machen, also sie muss wieder wegspringen. Die Petra muss wegspringen und einen Verband durchführen in einem anderen Zimmer. In der Zwischenzeit klingeln 5 Bewohner, die dringend auf die Toilette müssen. Die Pflegekraft weiß nicht, sie guckt auf ihren Pieper, sie weiß nicht, wo ihr der Kopf steht. Wo gehe ich jetzt als erstes hin? Der Bewohner ist Diabetiker, braucht sein Essen, aber die anderen müssen auf die Toilette. Was mache ich denn jetzt als erstes? Sie versucht irgendwie zu gucken, mal die Lage zu checken, geschwind zu gucken, was mache ich jetzt? Kann ich den Bewohner vertrösten? Hält das vielleicht noch ein paar Minuten aus? Sie ruft der Kollegin, helf mir bitte, weil die Bewohnerin kann man nicht alleine auf die Toiletten setzen, man braucht ja eine zweite Pflegekraft. Der Bewohner Nummer 1, dem ist langweilig, er hat da irgendwo das Essen stehen sehen, schmiert damit ein bisschen rum, macht ein wenig Sauerei, verteilt es in der Gegend, im Gesicht.
Pflegekraft kommt zurück, ist völlig entsetzt. Oh je, was ist denn hier los? Ich muss jetzt hier erstmal noch alles sauber machen. Die Kleidung ist verschmutzt, so kann ich sie ja eigentlich nicht zum Frühstück vorbringen. Ich sollte sie eigentlich umziehen, aber das kann jetzt warten. Wir müssen weitermachen, weil ich muss noch 6 andere Bewohner versorgen. Also, es geht weiter, grob, Schmutz entfernt, das Nötigste, dass die Hände nicht kleben. Und dann geht's weiter. Ich sehe es, wie es aussieht. Mein Vater ist Schamspflegeheim. Also, ist eine Katastrophe, ja. Heilstation. Die Pflegekraft ist völlig kopflos. Sie weiß nicht, wo sie hinrennen soll, was sie machen soll. Gibt dem Bewohner noch was zu lesen, dass er beschäftigt ist und rennt schon wieder zur nächsten. Seit Jahren redet man drüber, ja. Jetzt klopft es an der Zimmertür. Es klopft an der Zimmertür und es ist ein Angehöriger da. Ein Angehöriger, der sich beschwert, weil er sagt, jetzt ist es kurz nach 22:30, meine Mutter liegt immer noch im Bett, was ist denn hier los? Das kann doch nicht sein, ich zahle mir so viel Geld. Sagen Sie mal. Die Pflegekraft versucht den Angehörigen zu beruhigen, versucht es zu erklären. Der versteht es aber nicht, ist ja klar. Es geht um meine Mutter. Ich zahle hier so viel Geld. Ich möchte, dass hier anständige Pflege passiert. Der Bewohner Nummer 1 schreit, hallo, hallo, kommt hier jemand? Den Pflegekräften läuft der Schweiß runter. Sie haben ein schlechtes Gewissen, weil immer noch liegen 5 Bewohner im Bett. 5 Bewohner, die noch nicht gewaschen sind, die auf die Toilette müssen. Jetzt geht's weiter. Das Telefon klingelt. Das Telefon klingelt. Es ist der Arzt. Der Arzt möchte eine Auskunft haben. Er war gestern zur Visite, möchte noch mal schön die Medikation abstimmen. Die Pflegekraft muss ins Büro, muss zur Dokumentation, muss schön abklären, schauen und es dann auch richtig dokumentieren. Es darf kein Fehler passieren bei der Medikation. Es muss dokumentiert werden, Medikament abgesetzt, neu angesetzt. Das muss alles ordentlich da drin stehen. Das braucht natürlich seine Zeit. Der Bewohner findet es langsam überhaupt nicht mehr witzig. Wenn es nur immer heißt, wenig. Jetzt geht's weiter. Telefongespräch abgehandelt. Es geht weiter. Der Bewohner hat sein Essen soweit bekommen. Dann ist heute eine Veranstaltung, heute ist Singen und Musizieren im Haus, da sollte sie den Bewohner noch hinbringen. Das ist auch sehr unterschiedlich von der Organisation her in den Heimen. Ja? Die Heimen müssen wirklich gut organisieren und dann müssen sie daheim ein bisschen schlecht organisieren. Und da sollte man irgendwie mal eine Einheit kriegen. Also der Bewohner ist beim Singen und Musizieren, die Pflegekraft rennt zum nächsten. Ah, sie tut noch in den Stuhl transferieren. Die Pflegekraft ist heute sehr motiviert. Sie nimmt sich sogar die Zeit, um noch mit dem Bewohner zu laufen. Das ist hervorragend. Ressourcen fördern, mobilisieren, wunderbar. Wunderbar, obwohl im Bett immer noch 5 Bewohner liegen, die noch nicht gewaschen sind. Engagieren. Ja. Pflegekraft Nummer 2 ist fertig mit Telefonieren. Es geht weiter. Pflegekraft Nummer 2 wird weggeholt. Auch bei ihr steht vor der Tür ein Angehöriger. Ich habe noch die Luft. Petra, bei dir. 100%, aber ich habe dann immer noch Berufsschule. Sie muss kurz verhandeln. Dieser Angehöriger hat nur eine Frage, möchte mitteilen, dass er heute Mittag kommt zu seiner Mutter und dass sie doch dann die Mutter soweit richten und alles gut ist. Ist erledigt, sie kann wieder in das Zimmer zurück. Und die noch gleichzeitig extrem Probleme haben mit Deutsch, habe ich da den Nachteil schon mal nicht. Ja genau, das ist das, was jetzt noch dazu kommt, ne? Dass man die Leute, die ja erstmal richtig... Es sind immer wieder heiße Diskussionen. Die Angehörigen haben natürlich ein anderes Interesse. Oder im Grunde haben sie alle das gleiche Interesse, auch die Mitarbeitenden. Sie wollen ihre Bewohner alle gut versorgen. Sie wollen mehr Zeit. Und deshalb fordern wir brauchen mehr Personal in der Pflege, damit wir gute Qualität leisten können, damit wir die Bewohner wertschätzend versorgen können.
damit wir Zeit haben, um Ressourcen zu fördern, um sie zu mobilisieren. Deshalb fordern wir Sie auf, wir müssen uns stark machen für die Pflege, weil so kann es nicht weitergehen. Und wer von uns möchte, wenn er alt ist, so behandelt werden, wie am Fließband? Ich glaube, das wünscht sich keiner. Deshalb unser Slogan, wir brauchen mehr Leid, nicht morgen, heute. Du Petra, sag doch mal, wir sind doch jetzt heute hier, um deutlich zu machen, dass wir mehr Personal in der Altenpflege brauchen. Sag doch mal, wie viel ihr im Moment bei euch auf der Station seid oder auf der Wohngruppe und wie viel du glaubst, dass ihr bräuchtet, damit ihr wirklich gut die Leute versorgen könntet. Also bei 21 Bewohnern sind wir zu dritt oder zu viert, je nachdem, welche Struktur da ist, weil es ja Hausgemeinschaften gibt. Die zwei kochen aber dann, also sind zwei Pflegepersonen da für 21 Bewohner. In der Nacht haben wir 130 Bewohner ungefähr und 5 Stockwerke und die machen wir mit 2 Fachkräften und einer Pflegekraft, einer Hilfskraft. Ja. Und wie viel würdet ihr in so einer Schicht, zum Beispiel morgens oder mittags, mehr brauchen, also, damit es einfach für euch auch besser ist? Also eine Hilfs- oder Fachkraft. Eine Fachkraft wäre natürlich ganz toll, aber auch eine Pflegehelferin würde uns genügen. Genau. Und das ist das, wo ihr halt auch als Pflegeheim das nicht anders machen könnt, weil die Zahlen ja vorgegeben sind. Also ihr macht quasi das, was gesetzlich vorgegeben ist. Und deshalb fordern wir ja auch, dass die Zahlen gesetzlich erhöht werden, damit ihr auch mehr Personal beschäftigen könnt. Und das vor allem in der Nacht. Ja, weil eine Pflegekraft auf 45 Bewohner, das ist einfach zu wenig. Und die Nachtkräfte, die sind jetzt erhöht worden und es wird dann ja auch im Tagdienst wieder abgezogen. Das fällt uns eigentlich im Tagdienst dann wieder. Genau. Ja.